Gute Besserung nur. So, erstens, wir gucken wieder ins Ablaufdiagramm und sehen, auch hier haben wir 100% bisher. Das heißt, wir haben alles schon gemacht, ist also vollkommen egal, wie wir spielen. Wir haben auch nichts, was uns irgendwie später hilft oder so. Ja, trotzdem. Also wir haben keine Sachen, die irgendwas freischalten für später. Wir können also ganz gechillt auch dieses Kapitel durchspielen. Was ist das für ein Spiel? Detroit Become Human. Ich würde sagen, das ist so ein interaktiver Film. Thematik, Rassismus, Technologie, Gesellschaft, Gesellschaftskritik. Also thematisch ein bisschen anspruchsvoller vielleicht. Wir spielen hier drei Charaktere. Das hier ist einer davon, Marcus. Gerade eben hatten wir Kara und dann gibt es noch Connor. Alle drei sind Androiden. Und grundsätzlich geht es halt darum, wie es ist, wenn künstliche Intelligenz auf einmal nicht mehr ganz so künstlich scheint. So, was müssen wir denn machen? Ich glaube, wir müssen ihn gleich erstmal wecken. Den Guten. Wir sind im 5. Kapitel jetzt, meine ich. Ist das das 5.? Ja, 5. Kapitel. Und bisher ist noch alles... Ja, es ist noch sehr überschaubar. Das, was wir jetzt hier gerade eben versuchen, oder was ich zumindest versuche, ist, dieses Spiel auf 100% zu spielen. Ich habe ja Anfang des Jahres mal so eine Liste mit euch gemeinsam gemacht, wo jeder mal sagen konnte, welches Spiel ich mal auf 100% spielen sollte. Und dabei... Guten Morgen, Carl. War Detroit eins dieser Spiele. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Oh, Kesselgulasch. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Lecker. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Nee. Zeigen Sie mir Ihren Arm, bitte, Carl. Nein. Aber Carl! Carl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. So. Badezimmer. Nein, also wie man sieht, es sind sehr viele Quicktime-Events. Und das ist auch schon das Spielprinzip hier im Endeffekt. Es kommt hier viel, viel mehr auf die Geschichte drauf an und du hast halt ganz viele verschiedene Wege, wie du das spielen kannst, ganz viele Entscheidungen, die du treffen musst. Und je nachdem, welche Entscheidung du triffst, ändert sich halt auch der Spielverlauf. Und hier sogar finde ich sehr gravierend. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch?
Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Er ist wie so ein laufendes... so ein laufender Kalender, ne? Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Das ist halt riesig, dieses Haus, ne? Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Ei, wie Sie sie... Danke, Markus. Gern geschehen. Ich habe gerade so ein paar Tonaussetzer. Ich hoffe, die kommen bei euch nicht an. So, dann wollen wir einmal das Frühstück servieren. Also insgesamt ist das halt so ein kleiner Blick in die Zukunft, wie sie sein könnte. 3000? Heilige Scheiße. Es läppert sich langsam, Noah, oder? Fernseher! So langsam läppern sich deine Punkte, Noah. Nicht mehr lang und dann kannst du dir auch was zu essen wünschen. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Klar. Okay, Karl. Was können wir machen? Also, wir können ein Buch lesen, wir können Klavier spielen. Ich finde das Klavierspielen irgendwie am schönsten. Ich würde wieder Klavier spielen. Hatschi, Gesundheit. Ich hätte, glaube ich, auch nicht ganz von vorne angefangen. Das Problem war halt nur, dass ich im Prolog eine Sache noch nicht hatte, wo wir 100% dann verfehlt hätten. Dein Klavierspiel hat sich verändert. Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Und er wird so recht haben.
Also Markus ist ja der Charakter, der hier so eine Revolte anstößt innerhalb des Spiels. Der so die Befreiung der Androiden anstößt und darauf hinarbeitet. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. So, dann putzen wir mal das Studio. Ja. Geh da hin und putze. Wo können wir noch putzen? Da. Da können wir noch putzen. Dann müsste das ja eigentlich auch alles sauber sein. Hä? Ach da. Jetzt können wir K noch ein bisschen beobachten. Oder auch nicht. Also, was hältst du davon, Marcus? Ich bin nicht auf Kritik programmiert. Sie können das viel besser beurteilen als ich. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel schmeckt. Jo, lass es dir schmecken. Guten Hunger. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Wahrscheinlich nicht. Versuch was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Markus Excel has stopped working. Finde ein Motiv zum Malen. Wir können Karls Gebilde malen, wir können die Statue malen oder den Tisch. Ich glaube, ich mal den Tisch. Eine perfekte Kopie. Der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt, es geht um Interpretation, Verbesserung deiner eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht, das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon, geh an die Leinwand. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Schmann 1989. Ist Markus schon gestorben? Nein, ist er nicht. Auf das, was wir sind ganz am Anfang wieder. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Weil ich jetzt ja jedes Kapitel nochmal so spiele, dass wir da die 100% kriegen. In diesem Kapitel ist es halb so wild, weil da haben wir die 100% schon.
Hey Leo. Das ist übrigens der Sohn von Karl. Hey Dad. Leo. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Immer. Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Er ist wieder froh. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Familie ist sowas Wundervolles. Yippie-yay. 100%. Ja, nee. Juti. Bin ich froh, dass ich das schon irgendwann mal gemacht habe.